In Nordafrika bereitet sich eine neu aufgestellte geheime britische Einheit, der Special Air Service, SAS, auf den Einsatz hinter den feindlichen Linien vor. Der Auftrag, einen Hafen zu zerstören, über den der deutsche Nachschub läuft, und so den Vormarsch des Afrika-Korps zu stoppen. Der SAS ist eine gut ausgestattete Spezialeinheit. Doch noch fehlt es ihr an Erfahrung. Spezialeinheiten haben maßgeblich den Verlauf des Zweiten Weltkriegs beeinflusst. Dies ist ihre Geschichte, auf ganz neue Weise erzählt. Mit modernsten Computeranimationen, explosiven Versuchen und mit den Berichten der Männer, die damals dabei waren. Ihre Einsätze auf die Minute genau rekonstruiert. Was bestimmte Erfolg oder Scheitern? Können, Taktik oder einfach Glück? Eine SAS-Einheit namens L-Detachment verlässt mit ihren Fahrern und zwei Männern einer Marine-Spezialeinheit ihren Militärstützpunkt. Das Kommando befindet sich bereits weit hinter der Frontlinie. Doch die nächsten 6 Tage wird es noch tiefer in feindliches Territorium vorstoßen. Das Ziel ist der Mittelmeerhafen Buarat an der libyschen Küste. Die Männer stehen vor einem ihrer wichtigsten Einsätze. Sie wollen unerkannt in den Hafen gelangen und den Deutschen den Treibstoffnachschub für ihren Wüstenfeldzug kappen. Die Männer des SAS kennen sich in der Wüste gut aus. Doch Reifenpannen und Reparaturen während der Nachtfahrt kosten den Konvoi viel Zeit. Die Wüste ist hart und erbarmungslos, doch die Männer haben die nötige Ausrüstung. Ihre Uniform wirkt auf den ersten Blick unkonventionell, doch sie ist bis ins letzte Detail gut durchdacht. Sie besteht aus einem beigen Hemd sowie einer Hose oder Shorts, einem arabischen Kopftuch, das vor Sonne und Staub schützt, und je einem Halfter für Pistole und das Fairbairn-Sykes Kampfmesser. Der Fairbairn-Sykes-Dolch war Standard in jeder Spezialeinheit. Die Klinge bestand aus Carbonstahl, war zweischneidig und hatte eine Daumenkuhle für besseren Halt. Der Griff bestand aus Leder mit einem scharfen Schädelbrecher am Knauf. Der Dolch war so schmal, dass man ihn jemandem tief in den Brustkorb stechen und die Klinge problemlos wieder herausziehen konnte. Die SAS-Einheit stößt immer tiefer in feindliches Gebiet vor, als sie in der Ferne das Geräusch von Jagdbombern hört. Die Männer wissen, dass der Feind ihnen jederzeit auf die Schliche kommen könnte. Bereits im Juni 1940 ist Italien an der Seite Deutschlands in den Zweiten Weltkrieg eingetreten. Mussolini will das britische Protektorat Ägypten erobern und die Kontrolle über den strategisch wichtigen Suezkanal übernehmen. Zu diesem Zeitpunkt kämpft das britische Empire nahezu allein gegen die Deutschen und ihre Verbündeten. Sollte es den Suezkanal verlieren, wäre die Verbindungsader zu vielen der britischen Überseegebiete gekappt. Beim Kampf um Nordafrika ging es vor allem um Öl und Bodenschätze. Wenn die Deutschen den Suezkanal kontrollieren, haben sie Zugang zum Öl im Nahen Osten und können die Briten von wichtigen Ressourcen aus Asien abschneiden. Das britische Militär ist abhängig vom Öl. Die Armee wird zunehmend motorisiert, die Luftwaffe braucht Kerosin für ihre Flugzeuge und die Marine Diesel für ihre Schiffe.
Ende 1940 greifen die Briten mit Unterstützung von Commonwealth-Soldaten die Italiener in Ägypten an. Mussolinis Truppen werden vernichtend geschlagen. Hitler schickt Generalleutnant Erwin Rommel nach Nordafrika. Als Befehlshaber des neu gegründeten Deutschen Afrikakorps soll er zum Gegenschlag ausholen. ...1942 gelingt es ihm, die britischen und Commonwealth-Truppen bis an die sogenannte Gazala-Linie zurückzudrängen. Rommels Vorstoß steht und fällt mit dem Nachschub von der Küste. Genau dort wollen die Briten angreifen, um den deutschen Afrika-Feldzug entscheidend zu schwächen. Befehlshaber dieses riskanten Einsatzes im Hafen von Buerat ist der Gründer des neu formierten SAS, Major David Stirling. Nur wenige britische Soldaten werden je wieder eine solche Chance haben wie wir. Stirling will eine Einheit aufbauen, die hinter den feindlichen Linien mit minimaler Unterstützung maximale Zerstörung verursacht. Er glaubt, dass wenige gut ausgebildete und schlagkräftige Kommandos ausreichen, um die Deutschen ins Chaos zu stürzen. Für Stirling ist das sogenannte L-Detachment die stärkste Waffe im Kampf gegen das deutsche Afrika-Korps. Stirlings stellvertretender Kommandeur beim SAS ist Sergeant Major Pat Riley, ein gebürtiger US-Amerikaner. Als ich mir gerade neuen Proviant holte, hörte ich, dass in Ägypten eine neue Einheit von Draufgängern gebildet wird. Riley meldet sich freiwillig zum SAS und beginnt bald darauf seinen Dienst im Hauptquartier im ägyptischen Kabrit. Dort erhalten er und seine Kameraden Informationen zu ihrem bevorstehenden Einsatz in der Hafenstadt Buerat. Sie sollen in dem wichtigen Nachschubhafen des Deutschen Afrika-Korps die Treibstofflager in die Luft jagen. Zunächst sollen sie zwei Männer der Special Boat Section treffen. Dann im Konvoi das feindliche Territorium durchqueren. Sie werden bei Nacht fahren, um nicht von patrouillierenden Jagdfliegern entdeckt zu werden. In der Nacht des 23. Januar sollen sie einen Rendezvouspunkt etwa 100 Kilometer vor Buerat erreichen. Von dort fahren sie mit nur einem Fahrzeug auf der Straße weiter, bis sie schließlich um Mitternacht ihr Ziel erreichen. Im Hafen angekommen, sollen sie sich in drei Gruppen aufteilen. Die Männer der Special Boat Section sollen die Schiffe in die Luft sprengen, die zwei SAS-Teams Tanklaster und Lebensmittellager zerstören. Sie haben 2 Stunden Zeit für den Einsatz. Wenn die Sprengsätze um 2.30 Uhr zünden, müssen sie bereits auf dem Rückweg sein. Nachdem die Mission erfüllt ist, muss sich die Gruppe neu formieren und möglichen Vergeltungsschlägen entgehen. Schließlich kehren sie zu ihren Fahrzeugen zurück, um schnellstmöglich alliiertes Territorium zu erreichen. Das Einsatzfahrzeug des L-Detachment ist der Ford 01 Pickup. Besonderes Kennzeichen dieses Wagens ist der markante Kühlergrill. Darüber erlauben große Einlässe in der Motorhaube eine bessere Luftzirkulation. Auch die hinteren Kotflügel sind modifiziert, um leichter an die Reifen heranzukommen. Auf der Ladefläche ist eine Maschinengewehrhalterung installiert. An einer hölzernen Rahmenkonstruktion können Kanister und Kisten festgemacht werden. Dieser Wagen ist mit Zwillingsmaschinengewehren des Typs Vickers K ausgestattet. Die Vickers. Als der SAS in Nordafrika operierte, waren Waffen eigentlich gerade Mangelware. Bis auf diese Vickers, die die Royal Air Force im Überfluss hatte. Und da hat sich der SAS dann bedient. Das MG hatte ein Trommelmagazin mit 100 Patronen. Es feuerte 1000 Schuss pro Minute, genau richtig für Überraschungsangriffe. Stirling und seine Männer haben eine beschwerliche Nachtfahrt hinter sich.
Wüstenfahrten erfordern besonderes Geschick. Du wirbelst viel Staub auf und der Motorenlärm ist weithin hörbar. Es ist sicherer, langsam in Kolonne zu fahren, aber diese Männer müssen schnell und weit auseinanderfahren, um nicht den Staub der vorwegfahrenden Wagen abzukriegen. Das erhöht das Risiko, auf Felsen oder Minen zu fahren. Der SAS arbeitet nicht allein. Eine Einheit namens Long Range Desert Group transportiert ihn ins feindliche Gebiet. Diese Spezialeinheit wurde 1940 gegründet und operiert mit ihren Späh- und Aufklärungstrupps weit hinter den feindlichen Linien. Nach einem misslungenen Fallschirmjägereinsatz mit 40 Toten und Gefangenen brauchte der SAS eine andere Infiltrationsmethode. Die Wüsten-Spezialeinheit LRDG war die Lösung. Die Späher kennen sich in der Wüste bestens aus und bringen den SAS zielsicher zu seinen Einsatzorten. Jeder Trupp hat einen Navigator, der mit einem Sonnenkompass und einem Vermessungsgerät ausgestattet ist. Stirlings Einheit wird von einem Trupp der LRDG zum Hafen von Buerat gebracht. Er besteht aus Navigatoren, Fahrern, Mechanikern, MG-Schützen und Funkern. Die LRDG wurde zu so einer Art bewaffnetem Taxiservice, um den SAS hinter die Front zu bringen. Zusammen funktionierten die beiden Teams besser als jeder für sich. Nach 6 Tagen Fahrt ist das L-Detachment noch rund 300 Kilometer vom Ziel entfernt. Alles verläuft nach Plan. Aber Stirling fehlt noch die Auswertung der Luftbilder vom Hafen in Buerat. Er braucht die exakte Position der Schiffe und Tanklaster, die er zerstören soll. Bei Tagesanbruch suchen die Männer Deckung in dem ausgetrockneten, von Felsen gesäumten Flusslauf Wadi Tamet. Die Männer gönnen sich eine Pause und bereiten sich auf den nächsten Schritt vor. Die Wüste kann dein bester Freund oder dein schlimmster Feind sein. Sie bietet ein sauberes Schlachtfeld ohne Zivilisten oder verbaute Gebiete. Der Nachteil? Sie bietet keine Deckung. Wenn der Feind dich entdeckt, bist du tot. Ein italienischer Aufklärer auf Patrouillenflug entdeckt das SAS-Versteck. In wenigen Minuten werden feindliche Jagdbomber auftauchen. Major Stirling und seine Männer sind auf halbem Weg zu ihrem Einsatzort, dem Hafen von Buerat an der libyschen Küste. Doch ihr Plan, die deutschen Nachschubwege zu stören, droht zu scheitern. Nachdem der SAS-Trupp von einem Aufklärer entdeckt wurde, rechnet er jetzt mit einem Jagdbomberangriff. Die Macchi MC-200 Saeta. Im Zweiten Weltkrieg setzt die italienische Luftwaffe sie in verschiedenen Varianten ein. Sie ist extrem wendig und sturzflugtauglich. Bei Leistung und Bewaffnung kann sie allerdings nicht mit anderen Jagdbombern mithalten. Doch mit ihrer robusten Metallkonstruktion und dem luftgekühlten Motor ist sie ideal für Bodenangriffe. 6 Jagdbomber fliegen durch das Wadi und nehmen den SAS mehr als eine Stunde lang unter Beschuss. Das L-Detachment findet kaum Deckung. Der Trupp gibt ein leichtes Ziel ab. In der Schusslinie ist auch der 22-jährige ehemalige Boxmeister Corporal Rex C. Kings. Die Felsen, hinter denen ich saß, wurden plötzlich so klein wie Erbsen. Der Fahrer unseres Trucks sprang ans Lenkrad. Dummerweise hatte jemand seine Hose über den Kühler gehängt, die sich im Ventilator verhedderte. Also sprang er wieder raus und wir hechteten in Deckung. Die Hose hätte die Männer fast ihr Leben und den SAS die gesamte Mission gekostet. Die Männer verteilen sich in der Schlucht, um dem Kugelhagel zu entgehen. Erstaunlicherweise wird keiner verwundet. Allerdings, der Funkwagen und die 3 Funker werden vermisst. Ohne Funk keine Informationen über die Zielobjekte im Hafen.
Der SES muss die Treibstofflager jetzt auf eigene Faust ausfindig machen. Trotz dieses Rückschlags drängt Sterling darauf, bis zum vereinbarten Rendezvous-Punkt außerhalb Buerats vorzustoßen. Wir müssen umdisponieren. In Buerat warten sehr viele Zielobjekte auf uns. Diese Flexibilität ist die große Stärke des SES. Um es lebend zurück zum Basislager zu schaffen, muss sich der SAS auf seine einzigartige Ausbildung verlassen. Die Wüste ist extrem fordernd. Tagsüber ist es sehr heiß und nachts sehr kalt. Du brauchst die richtige Kleidung, exzellente Logistik und musst völlig eigenständig sein. Bislang hatte der SAS vor allem deutsche Flugfelder in Nordafrika attackiert. Doch Sterling will die Angriffe mehr auf die Häfen verlagern. Dank der harten Ausbildung sind die Männer des SAS perfekt für diese neuen Einsätze geschult. Vorbereitet werden sie von einem von Sterlings besten Männern, Jock Lewis. Ich habe Jock mit der Ausbildung getraut. Er war im Nahen Osten sicher der beste Ausbildungsoffizier, den es damals gab. Er wandte viele verschiedene Trainingsmethoden an, die heute die Grundlage der SAS-Ausbildung und des Auswahlverfahrens bilden. Das Training in der Wüste ist kräftezehrend. Bei der Fallschirmspringer-Ausbildung müssen die Männer von hohen Turmgerüsten springen oder von einem Bedford-Laster, der mit 40 Kilometern pro Stunde durch den Wüstensand pflügt. Schwerpunkte des Trainings sind Waffentraining, Navigation, Zerstörung und extremes Ausdauertraining. Die Männer müssen bis zu 50 Kilometer lange Nachtmärsche mit schwerer Ausrüstung absolvieren. Wir haben Nachtoperationen simuliert. Wenn du die Männer bei Dunkelheit üben lässt, merken sie vielleicht, was sie falsch machen, vielleicht auch nicht. Wenn du aber Nachtaktionen tagsüber mit Augenbinden simulierst, beobachten dich deine Kameraden und können deine Fehler korrigieren. Das war die Trainingsmethode von Jock Lewis und das machte ihn so verdammt gut. Der SAS wurde 1941 gegründet. Sterling hatte jeden einzelnen der Männer für diese Eliteeinheit selbst ausgewählt. Einer von ihnen, der jüngste der Einheit, ist der 18-jährige Corporal Johnny Cooper. Wir lagen gerade im Splittergraben, als der Adjutant meldete, dass ein Lieutenant Sterling mich sehen will. Also ging ich hin. Ich wusste nicht mal, dass er meinen Namen kennt. Er fragte, ob wir uns für eine Spezialeinheit melden wollen, in der man auch mal Fallschirm springen muss. Ich sagte ja, und das war's. Die Spezialeinheit erreicht den Rendezvous-Punkt 100 Kilometer vor Buerat und tarnt ihre Fahrzeuge. Hierher werden die Männer nach dem Einsatz zurückkehren. Teil des Spezialkommandos sind auch zwei Männer der Special Boat Section, die zum ersten Mal mit dem SAS zusammenarbeiten. Sie sind trainiert, wichtige Schiffe zu orten und zu sabotieren. Jetzt sollen sie Rommels Schiffe im Hafen von Buerat mit Haftminen versenken. Ihr Einsatzfahrzeug ist ein Faltboot der US-Firma Fulbert. Das hier ist die moderne Version eines Faltbootes. Es hat sich seit dem Zweiten Weltkrieg allerdings nicht sonderlich verändert. Als erstes öffnest du die Bootshaut und legst das Innengerüst bereit. Dieses Holzgerüst ist das Rückgrat des Boots und sorgt für Stabilität im Rumpf. Das Holz ist leicht und stabil. Leichtmetallelemente gab es damals noch nicht. Früher bestand so ein Faltboot aus schwererem Holz, schwererem Metall und Segeltuch. Wir können uns also glücklich schätzen, im Gegensatz zu den Spezialeinheiten des Zweiten Weltkriegs. Deren Ausrüstung war um einiges schwerer. Wenn du nachts mit so einem Boot hinter die feindlichen Linien paddelst, musst du dich leise bewegen. Das ist eine heikle Angelegenheit.
Dies sind die Ruderpedale. Sie sind über Seile mit dem Ruder am Bootsende verbunden. Wir können die Richtung des Boots also mit unseren Füßen bestimmen und haben die Arme zum Rudern frei. Im Boot bist du gut geschützt. Wenn Wellen über dich hinwegschlagen, dringt Wasser ins Boot ein. Deshalb sind diese Schöpfbüchsen so wichtig. Damit kannst du überschüssiges Wasser entfernen und gehst nicht unter. Zum Schluss wird die Spritzdecke über das Boot gelegt. Zwei Satz Paddel. Reinsetzen. Deine Ausrüstung ist an Bord und los geht's. Das L-Detachment tarnt sechs Fahrzeuge und macht sich in nur einem einzigen Wagen auf den Weg zu seiner Sabotageaktion nach Buarat. Another important effect. Wenn es den Briten gelingt, die Deutschen hinter ihrer Nachschublinie schwer zu treffen, würden sie merken, dass all ihre Verbindungen in Gefahr sind. Die Deutschen müssten dann ihre Nachschubwege stärker sichern, was ihren Vormarsch in Nordafrika verlangsamen würde. Genau das will der SAS erreichen, indem er einen Hafen voller Treibstoffdepots für Rommels Afrika-Korps in die Luft jagt. Eng auf der Ladefläche zusammengepfercht fahren die Männer über holprige Wüstenpisten bis zur befestigten Straße nach Buarat. Tief im feindlichen Territorium erreicht der SAS die Todeszone, einen Streifen, den die Deutschen großflächig vermint haben. Beide Seiten setzen im Wüstenkrieg massenhaft Landminen ein. Die Minen sind vergraben oder getarnt, um feindliche Ziele auszuschalten, wenn sie darüber hinwegfahren. Während des Zweiten Weltkriegs werden allein entlang der Buarat-Linie schätzungsweise 80.000 Minen gelegt. Diese Tellermine ist mit über 5 Kilogramm Sprengstoff befüllt. Die Explosion ist enorm. Jede Minute könnte den Trupp dieses Schicksal ereilen. Aber trotz der Gefahr durch Landminen kommen die Männer gut voran, bis ihr Wagen durch ein tiefes Schlagloch fährt und das Faltboot in die Seite des Wagens kracht. Das Boot bricht auseinander. Der Einsatz droht zu scheitern, bevor er richtig begonnen hat. Das SAS-Kommando ist nur noch 20 Kilometer von seinem Ziel entfernt. Rommels Versorgungshafen Buarat an der libyschen Küste. Doch der Auftrag, die im Hafen vor Anker liegenden Versorgungsschiffe zu zerstören, droht zu scheitern. Das Faltboot, das für den Angriff vorgesehen war, ist zerstört. Major Stirling braucht dringend einen Plan B. Wenn wir an die Schiffe nicht herankommen, nehmen wir uns eben die Hafenanlage vor. Die ist genauso wichtig. Wenn der Feind die Vorräte nicht entladen kann, sind sie genauso nutzlos, wie wenn wir sie versenkt hätten. Stirling befiehlt den zwei Männern der Special Boat Section, die deutsche Funkstation 3 Kilometer östlich von Buarat anzugreifen. Gelingt der Angriff, wäre Rommels Kommunikationsnetzwerk empfindlich geschwächt. Im Hafen ist mit Patrouillen des Afrika-Korps zu rechnen, die schnell Verstärkung bekommen könnten. In der Hafengegend sind viele Maschinengewehrnester mit dem berüchtigten MG-34 installiert. Das MG-34 gibt es schon seit dem Spanischen Bürgerkrieg. Ein Patronengurt fütterte es mit Munition des Kalibers 7,92. Für Einsätze auf Panzern und Jagdfliegern wurde ein Trommelmagazin mit 50 Patronen aufgesteckt.
Der Lauf des MG-34 wurde durch kreisförmige Löcher luftgekühlt. Aufgrund der aufwendigen Konstruktion war der Anschaffungspreis sehr hoch. Es hatte zwar nicht ganz die Schlagkraft des MG-42, war aber eine ziemlich eindrucksvolle Waffe. Das Afrika-Korps wurde auf Hitlers persönlichen Befehl im Januar 1941 gegründet. Er setzte Erwin Rommel als Kommandeur ein. Das Afrika-Korps sollte in Nordafrika Deutschlands Bündnispartner Italien unterstützen, nachdem dieser eine schwere Niederlage einstecken musste. Das Afrika-Korps hatte eine Reihe von Pluspunkten, technisch durch seine Panzer, aber auch personell. Erwin Rommel war so eine Art Legende, sowohl bei den Achsenmächten als auch bei den Alliierten. Der SAS steht knapp 2 Kilometer vor Burrat. Per Zeitschaltuhr programmieren die Männer ihre Bomben auf 2.30 Uhr. Bis dahin müssen sie in Sicherheit sein. Das Kommando teilt sich in 3 Gruppen auf, während der Fahrer im Wagen wartet. Captain Duncan und die Männer der Special Boat Section pirschen zur Funkstation auf der anderen Seite der Stadt. Die anderen Teams unter der Führung von Major Sterling und Sergeant Major Riley nähern sich dem Hafen aus unterschiedlichen Richtungen. Sterling und seine Männer gehen voran. Tarnung ist alles. Niemand darf seine Waffe benutzen, damit die Deutschen nichts merken. Ohne Funk ist jede Gruppe auf sich allein gestellt. Während des Nordafrika-Feldzugs ist das deutsche Afrika-Korps darauf angewiesen, dass der Nachschub über den Seeweg erfolgt. Treibstoff, Wasser, Munition und Ersatzteile werden aus Italien an die Front geliefert. Nachdem der Hafen von Benghazi an die Alliierten gefallen ist, mutmaßt der britische Geheimdienst, dass Burrat inzwischen eines der Hauptvorratslager der Deutschen ist. Ein erfolgreicher Angriff auf diese Lebensader des deutschen Wüstenkrieges wäre für das Afrika-Korps fatal. Der Hafen von Burrat liegt tief in feindlichem Gebiet. Dort ankern die Öltanker, die Rommels Afrika-Korps mit dem so wichtigen Treibstoff versorgen. Burrat ist ein Knotenpunkt für die deutsche Kriegsmaschinerie. Von den Öltankern wird der Treibstoff auf Laster verladen und direkt an die Front gebracht. Wenn Sterling und sein SAS erfolgreich sind, könnte der gesamte Wüstenfeldzug des Afrika-Korps zum Stillstand kommen. Im Gänsemarsch läuft das Kommando auf eine Reihe von Lagerhäusern am Kai zu. Obwohl die Einheit Wert auf äußerste Mobilität legt, hat jeder eine Auswahl an leichten Waffen dabei. Wenn einem eine Waffe besonders lag, also eine Luger oder eine 45er, dann nahm er die mit. Es gab keine Standardbewaffnung, das konnte jeder für sich selbst entscheiden. Der Colt M1911 ist eine Halbautomatikpistole, die in den USA Kult ist. Sie wurde in beiden Weltkriegen eingesetzt und bis in die 80er Jahre hinein genutzt. Im Magazin ist Platz für 7 Kugeln Kaliber 45. Der Hahn lässt sich leicht spannen und die Sicherung kann einfach mit dem Daumen bedient werden. Um zu schießen, muss dieser Hebel am Schaft reingedrückt werden. Die Pistole ist optimal für den Nahkampf. Sie ist leicht und verlässlich, deshalb war sie so lange im Gebrauch. Während die Männer sich ihren Zielen nähern, sind sie auf alles vorbereitet. Major Sterling führt seine Männer zum Kai, doch dort wartet eine Überraschung. Der Hafen war leer, weit und breit kein Schiff.
Ein herber Rückschlag für Stirling. Kann es sein, dass Rommel diesen Hafen nicht mehr als Nachschublager nutzt? Der SAS hat mehr als 1000 Kilometer zurückgelegt, nur um festzustellen, dass die avisierten Ziele nicht da sind. Die SAS-Sabotageeinheit von Major Stirling hat den Dauerbeschuss feindlicher Jagdbomber überlebt und ihr Faltboot verloren. Als sie ihr Ziel, den von Deutschen besetzten Hafen von Buarat, erreicht, scheint dieser verlassen. Stirling hat keine Wahl. Seine Männer müssen die Ziele nehmen, die sie kriegen können. Also knüpfen sie sich die Lagerhäuser vor. Er teilt seine Männer auf. Eine Gruppe hält Wache, während die andere das tut, wofür sie alle gekommen sind: den Hafen hochgehen zu lassen. Wir deponierten die Sprengsätze in den Lagerhäusern. Die Wachposten schienen zu schlafen. Ab und zu sind wir im Dunkeln mit unseren Kameraden zusammengestoßen. Die Bomben wurden vom Ausbilder des SAS entwickelt, Jock Lewis. Und sie hatten es in sich. Sprengstoffexperte Charles Adcock baut die Lewis-Bombe exakt nach. Wir werden jetzt eine Lewis-Bombe bauen und sie dann an einem Auto testen. Mal sehen, was dann passiert. Unsere Recherche hat ergeben, dass die Originalbombe etwa einen Pfund wog. Sie bestand aus einer Ladung Plastiksprengstoff, etwas Thermit, also einem Gemisch aus Eisendreioxid und Aluminiumgranulat, und etwas Diesel. Jetzt noch der Zünder und ab ins Auto. Adcock nimmt ein modernes Auto, das als besonders stabil gilt, um zu demonstrieren, welche Zerstörungskraft in dieser kleinen Bombe Marke Eigenbau steckt. Wie sich herausstellt, ist die Lewis-Bombe sehr effektiv. Und wir haben nicht mal viel Sprengstoff genommen. Der Feuerball war größer, als ich gedacht hätte. Zumal ich nicht viel Diesel drin hatte. Das nenne ich gute alte Improvisationskunst. Die Männer platzieren ihre Lewis-Bomben an diversen schweren Geräten in den Lagerhäusern. Als sie damit fertig sind, ordnet Stirling den Rückzug zum vereinbarten Treffpunkt an. Unterwegs halten sie nach weiteren Sabotagezielen Ausschau. Plötzlich entdecken sie ein Gelände voller Tanklaster. Die Einheit legt 9 Bomben in nur 5 Minuten. Bringt man knapp 20 Liter Diesel zur Explosion, sieht das so aus. Die Wirkung einer Lewis-Bombe auf einen Tankwagen mit 15.000 Litern Diesel ist verheerend und geradezu infernalisch, wenn 18 solcher Tankwagen auf einmal hochgehen. Major Stirling platziert seine letzte Bombe und tritt mit seinen Männern den Rückzug an. Sergeant Major Riley ist mit seinen 6 Männern am anderen Ende des Hafens. Er entdeckt eine Flugabwehrkanone und schiebt eine Bombe in den Verschluss. Nur wenige Meter entfernt schläft die deutsche Flak-Mannschaft im Zelt. Dann tritt auch Riley den Rückzug an. Auf der anderen Seite der Stadt erreicht das 3-Mann-Team von Captain Duncan gerade die Funkstation. Ein Wachposten horcht auf. Doch das Team bleibt unentdeckt.
Also machen die Männer weiter und legen innerhalb einer Stunde ihre Sprengsätze. Fast 15 Kilo TNT mit 2 Stunden Langzeitzündern. Das Ende der Funkstation ist besiegelt. Bisher war die Operation ein Erfolg. Der SAS hat nicht aufgegeben und den Rückschlag in eine Chance umgemünzt. Frei nach dem SAS-Motto, wer wagt, gewinnt. Die Männer haben noch 15 Minuten Zeit, bis sie zum Treffpunkt aufbrechen müssen. Stirling führt Cooper und Sea Kings zu einem Parkplatz, auf dem 12 Nachschublaster stehen. Stirling platziert an jedem eine Lewis-Bombe mit Zeitzünder. 5 Minuten später ziehen sie weiter. Die Teams von Stirling und Riley treffen sich am verabredeten Punkt, wo ihr Fahrer schon bereitsteht. Bislang sind sie unentdeckt geblieben. Stirling verlässt Buerat mit dem triumphalen Gefühl, den Hafen für mehrere Wochen lahmgelegt zu haben. Um seinen Erfolg zu krönen, muss jetzt nur noch die Zerstörung der Funkstation gelingen. Stirling wird jedoch erst am nächsten Tag erfahren, ob Duncans Mission erfolgreich war, wenn Duncan wieder zum Rest der Truppe stößt. Das SAS-Kommando kommt unbeschadet aus der Stadt hinaus. Für den Rest der Nacht gehen die Männer in Deckung. Bei Tagesanbruch verstecken sich die Einheiten von Stirling und Riley in ihren getarnten Fahrzeugen, um der erwarteten Vergeltung deutscher Jagdbomber zu entgehen. Das Glück ist auf ihrer Seite. Gegen Mittag zieht ein Sandsturm auf und verhindert den Start der Maschinen. Erst gegen 21 Uhr macht sich Stirling auf den Weg zum verabredeten Treffpunkt außerhalb von Buerat, um Captain Duncan zu treffen. Johnny Cooper und Rex Seakings sitzen auf der Ladefläche. Für Johnny und mich war das ziemlich ungemütlich, weil wir mit unseren Maschinenpistolen auf den Kotflügeln lauerten, um mögliche Straßensperren auszuschalten. Das ist die M1 Thompson Maschinenpistole, ein US-Fabrikat, das im Ersten Weltkrieg für den Grabenkrieg entwickelt wurde. Man kennt sie aus Hollywood-Gangsterfilmen. Tatsächlich war sie unter Gangstern sehr beliebt. In den Filmen hatte sie immer ein großes Trommelmagazin. Die Magazine fassen 50 bis 100 Schuss. Das Problem ist aber, dass die Patronen oft stecken blieben, was für einen Einsatz auf dem Schlachtfeld ziemlich ungünstig ist. Also hat man stattdessen dieses Magazin genommen. Mit ihren Patronen Kaliber 45 schießt sie nicht sonderlich weit, aber im Nahkampf hat sie sich bestens bewährt. Sie ist solide und gibt einem vom Gewicht her das Gefühl, eine gute Waffe in der Hand zu haben. You know you've got a weapon in your hand when you hold this. Die Saboteure fahren die Buerat-Straße entlang. Nach 3 Kilometern entdecken sie einen kleinen Haufen Stöcke, das Zeichen, dass Captain Duncan in der Nähe ist. 3 Männer treten aus dem Staubsturm heraus. Captain Duncan informiert Stirling, dass die Mission erfolgreich war. Als wir am Treffpunkt ankamen, hörten wir, wie die Bomben hochgingen. Es besteht kein Zweifel, der Feind wurde um seine Nachtruhe gebracht. Kurz vor Mitternacht kam die britische Luftwaffe und nahm den Hafen 20 Minuten lang unter Feuer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch viel zu zerbomben gab. Nach der erfolgreichen Mission war klar, dass der Hafen für sehr lange unbrauchbar war. Während die Deutschen ihre Kräfte zusammenziehen, hält der SAS auf der Flucht nach weiteren Angriffszielen Ausschau.
Schon nach wenigen Minuten stoßen sie am Straßenrand auf einen parkenden deutschen Tanklaster. Das gleiche Modell wie die Tankwagen, die sie in der Nacht zuvor zerstört hatten. Es wäre unverzeihlich, daran vorbeizufahren. Außerdem war es kalt und wir wollten uns die Hände wärmen. Sie platzieren eine Bombe am Benzintank und warten. Doch nichts passiert. Sterling kehrt zu dem Tankwagen zurück, um nachzusehen. Als er die Bombe anhebt, aktiviert sich der Zünder. Der Zeitzünder der Bombe tickt und Sterling weiß nicht, wie viel Zeit ihm noch bleibt. Er behält die Nerven und bringt eine zweite Bombe mit einem 10-Sekunden-Zünder an. Dieses Mal läuft die Explosion wie geplant. Der Tanklaster endet in einem riesen Feuerball. Zwölf Kilometer weiter stoßen die Männer auf ein leerstehendes Fort. Plötzlich hören sie ein Klicken und ein Stück Metall wirbelt hinter ihrem Wagen durch die Luft. Eine Springmine, genannt Springende Betty. Dieses fiese Teil ist eine deutsche S-Mine, auch als Bouncing Betty bekannt. Das ist eine Antipersonenmine, die im Boden vergraben wird. Nur der obere Teil schaut heraus. Sobald diese Druckstifte berührt werden, fliegt die Bombe über einen Meter hoch. Der detonierende Sprengstoff setzte Stahlkugeln und Splitter frei, die alles in der Nähe zerfetzten. Ein falscher Schritt und die tödliche Ladung geht hoch. Und diese hier wurde von einem vollgeparkten Ford Militär-Pickup überrollt. Die Mine scheint neben ihnen in der Luft zu stehen. Und explodiert nicht. Die Männer atmen erleichtert auf, doch noch ist die Gefahr nicht vorbei. Als wir eilig die Straße runterfuhren, bemerkten wir plötzlich Lichtblitze vor uns und vereinzelte Schüsse zischten durch die Luft. Wir wussten nicht, ob das Warnschüsse waren oder ob der Feind sich gerade einschoss. Als unser Laster einen flachen Hang hinunterfuhr, wurde uns schmerzlich bewusst, dass das ein Hinterhalt war. Zu beiden Seiten der Straße tauchen Soldaten auf. Der Fahrer ignoriert Sterlings Befehl, die Straße zu verlassen und fährt mitten hinein in einen Hagel von Maschinengewehr und Granatfeuer. Cooper erwidert das Feuer mit seinem Vickers K-Maschinengewehr. Sterling stand hinten im Laster und sagte danach zu mir, das ist eine großartige Waffe, Cooper. Sie hatte eine hohe Schussfrequenz. Als Munition nahm ich Leuchtspur und Explosivgeschosse. Wie durch ein Wunder entkommen die Männer unverletzt und schlagen sich bis zu ihrem Basislager in Jalo durch. Wir hatten nicht mal einen platten Reifen gehabt. Wieder mal waren wir pünktlich zum Frühstück zurück im Lager. Sterlings Überraschungsangriff auf den Hafen von Buerat zerstörte 18 Tanklaster, 4 Lebensmittellager und andere wichtige Ziele. Nach seiner Rückkehr erfährt Sterling, warum der Hafen von Buerat so verlassen war. Rommel hat in der Zwischenzeit Benghazi zurückerobert. Seine Versorgungsschiffe können also wieder den größten Hafen Libyens ansteuern. Buerat war vorher ein wichtiger Stützpunkt. Doch nach dem Angriff des SAS war er für Rommels Afrikakorps bedeutungslos geworden. Der Angriff auf Buerat war die Blaupause für spätere Operationen des SAS in den darauffolgenden Monaten. Sterlings nächste Mission galt dem Hafen von Benghazi, wo er Rommels neue Nachschubroute kappen wollte. Trotz der anfänglichen Rückschläge war das ein Sabotageakt aus dem Lehrbuch. Der SAS schaffte es, während seines tagelangen Vorstoßes auf den Hafen von Buerat unentdeckt zu bleiben. Die Männer sind in feindliches Gebiet vorgedrungen und haben es wieder verlassen, ohne einen Mann zu verlieren. Das Überraschungsmoment blieb immer gewahrt.
Sie haben Bomben an jedem Tanklaster installiert, den sie finden konnten, und alles zerstört. Der Guerillakrieg hat gerade erst begonnen. David Sterling war ein Wegbereiter moderner Kommandoeinsätze. Der SAS hat Akzente im Wüstenkrieg gesetzt und dazu beigetragen, dass die Alliierten schließlich die Oberhand gewannen. Der SAS begann als kleine Wüsteneinheit im Zweiten Weltkrieg und wurde schon bald zum Vorbild für Spezialkommandos auf der ganzen Welt. Der Niedergang des Afrika-Korps begann im November 1942 mit der Invasion Französisch-Nordafrikas durch die Briten und Amerikaner. Nach mehreren Landungsunternehmen musste Rommels Armee den schnellen Rückzug antreten. Im Mai 1943 haben alliierte Truppen das Afrika-Korps schließlich eingekesselt und zur Aufgabe gezwungen. Die SAS-Einsätze hinter den feindlichen Linien haben die Achsenmächte kontinuierlich geschwächt. Als der Wüstenkrieg in Nordafrika zu Ende ging, hatte der SAS über 320 Flugzeuge der Achsenmächte zerstört und viele seiner Nachschubhäfen geschwächt. Hit and run, zuschlagen und verschwinden, das war die Taktik des SAS. Bei einem solchen Angriff geriet Major David Sterling schließlich im Januar 1943 in deutsche Gefangenschaft. Nach 4 Fluchtversuchen landete er im Kriegsgefangenenlager Schloss Colditz in Sachsen, wo er bis Kriegsende einsaß. Für seine Verdienste im Zweiten Weltkrieg wurde Sterling mit dem Orden für hervorragende Dienste ausgezeichnet und 1990 zum Ritter geschlagen. Auch Sergeant Pat Riley wurde ausgezeichnet. Er erhielt die Distinguished Conduct Medal für seine Dienste in Nordafrika. 1943 wurde er zum Captain befördert und kämpfte in Italien. Nach dem Krieg ging er nach Schottland und setzte sich schließlich in Südengland zur Ruhe. Auch Rexy Kings und Johnny Cooper erhielten für ihren mutigen Einsatz in Nordafrika die Distinguished Conduct Medal. Beide kämpften danach an der Westfront. Sea Kings erhielt einen weiteren Orden der Armee und Cooper den höchsten britischen Verdienstorden. Heute ist der SAS eine der bekanntesten Spezialeinheiten der Welt. Eingesetzt in vielen Krisen und Kriegsgebieten, oft auch wegen brutaler Methoden in der Kritik. Angefangen hat alles in Nordafrika. Mit einer klassischen SAS-Mission weit hinter den feindlichen Linien. Das SAS-Kommando ist nur noch 20 Kilometer von seinem Ziel entfernt, Rommels Versorgungshafen Buarat an der libyschen Küste. Doch der Auftrag, die im Hafen vor Anker liegenden Versorgungsschiffe zu zerstören, droht zu scheitern. Das Faltboot, das für den Angriff vorgesehen war, ist zerstört. Major Sterling braucht dringend einen Plan B. Wenn wir an die Schiffe nicht herankommen, nehmen wir uns eben die Hafenanlage vor. Die ist genauso wichtig. Wenn der Feind die Vorräte nicht entladen kann, sind sie genauso nutzlos, wie wenn wir sie versenkt hätten. Sterling befiehlt den 2 Männern der Special Boat Section, die deutsche Funkstation 3 Kilometer östlich von Buarat anzugreifen. Gelingt der Angriff, wäre Rommels Kommunikationsnetzwerk empfindlich geschwächt. Im Hafen ist mit Patrouillen des Afrika-Korps zu rechnen, die schnell Verstärkung bekommen könnten. In der Hafengegend sind viele Maschinengewehrnester mit dem berüchtigten MG-34 installiert. Das MG-34 gibt es schon seit dem Spanischen Bürgerkrieg. Ein Patronengurt fütterte es mit Munition des Kalibers 7,92. Für Einsätze auf Panzern und Jagdfliegern wurde ein Trommelmagazin mit 50 Patronen aufgesteckt. Der Lauf des MG-34 wurde durch kreisförmige Löcher Luft gekühlt. Aufgrund der aufwendigen Konstruktion war der Anschaffungspreis sehr hoch.
Es hatte zwar nicht ganz die Schlagkraft des MG-42, war aber eine ziemlich eindrucksvolle Waffe. Das Afrika-Korps wurde auf Hitlers persönlichen Befehl im Januar 1941 gegründet. Er setzte Erwin Rommel als Kommandeur ein. Das Afrika-Korps sollte in Nordafrika Deutschlands Bündnispartner Italien unterstützen, nachdem dieser eine schwere Niederlage einstecken musste. Das Afrika-Korps hatte eine Reihe von Pluspunkten, technisch durch seine Panzer, aber auch personell. Erwin Rommel war so eine Art Legende, sowohl bei den Achsenmächten als auch bei den Alliierten. Der SAS steht knapp 2 Kilometer vor Burat. Per Zeitschaltung. Sergeant Major Riley ist mit seinen 6 Männern am anderen Ende des Hafens. Er entdeckt eine Flugabwehrkanone und schiebt eine Bombe in den Verschluss. Nur wenige Meter entfernt schläft die deutsche Flakmannschaft im Zelt. Dann tritt auch Riley den Rückzug an. Auf der anderen Seite der Stadt erreicht das 3-Mann-Team von Captain Duncan gerade die Funkstation. Ein Wachposten horcht auf. Doch das Team bleibt unentdeckt. Also machen die Männer weiter und legen innerhalb einer Stunde ihre Sprengsätze. Fast 15 Kilo TNT mit 2 Stunden Langzeitzündern. Das Ende der Funkstation ist besiegelt. Bisher war die Operation ein Erfolg. Der SAS hat nicht aufgegeben und den Rückschlag in eine Chance umgemünzt. Frei nach dem SAS-Motto, wer wagt, gewinnt. Die Männer haben noch 15 Minuten Zeit, bis sie zum Treffpunkt aufbrechen müssen. Stirling führt Cooper und Sea Kings zu einem Parkplatz, auf dem 12 Nachschublaster stehen. Stirling platziert an jedem eine Lewis-Bombe mit Zeitzünder. 5 Minuten später ziehen sie weiter. Die Teams von Stirling und Riley treffen sich am verabredeten Punkt, wo ihr Fahrer schon bereitsteht. Bislang sind sie unentdeckt geblieben. Stirling verlässt Burat mit dem triumphalen Gefühl, den Hafen für mehrere Wochen lahmgelegt zu haben. Um seinen Erfolg zu krönen, muss jetzt nur noch die Zerstörung der Funkstation gelingen. Stirling wird jedoch erst am nächsten Tag erfahren, ob Duncans Mission erfolgreich war, wenn Duncan wieder zum Rest der Truppe stößt. Das SAS-Kommando kommt unbeschadet aus der Stadt hinaus. Für den Rest der Nacht gehen die Männer in Deckung. Bei Tagesanbruch verstecken sich die Einheiten von Stirling und Riley in ihren getarnten Fahrzeugen, um der erwarteten Vergeltung deutscher Jagdbomber zu entgehen. Das Glück ist auf ihrer Seite. Gegen Mittag zieht ein Sandsturm auf und verhindert den Start der Maschinen. Erstmal korrigieren. Das war die Trainingsmethode von Jock Lewis und das machte ihn so verdammt gut. Der SAS wurde 1941 gegründet. Stirling hatte jeden einzelnen der Männer für diese Eliteeinheit selbst ausgewählt. Einer von ihnen, der jüngste der Einheit, ist der 18-jährige Corporal Johnny Cooper. Wir lagen gerade im Splittergraben, als der Adjutant meldete, dass ein Lieutenant Stirling mich sehen will. Also ging ich hin. Ich wusste nicht mal, dass er meinen Namen kennt. Er fragte, ob wir uns für eine Spezialeinheit melden wollen, in der man auch mal Fallschirmspringen muss. Ich sagte ja, und das war's.
Die Spezialeinheit erreicht den Rendezvouspunkt 100 Kilometer vor Buerat und tarnt ihre Fahrzeuge. Hierher werden die Männer nach dem Einsatz zurückkehren. Teil des Spezialkommandos sind auch zwei Männer der Special Boat Section, die zum ersten Mal mit dem SAS zusammenarbeiten. Sie sind trainiert, wichtige Schiffe zu orten und zu sabotieren. Jetzt sollen sie Rommels Schiffe im Hafen von Buerat mit Haftminen versenken. Ihr Einsatzfahrzeug ist ein Faltboot der US-Firma Fulbert. Das hier ist die moderne Version eines Faltbootes. Es hat sich seit dem Zweiten Weltkrieg allerdings nicht sonderlich verändert. Als erstes öffnest du die Bootshaut und legst das Innengerüst bereit. Dieses Holzgerüst ist das Rückgrat des Boots und sorgt für Stabilität im Rumpf. Das Holz ist leicht und stabil. Leichtmetallelemente gab es damals noch nicht. Früher bestand so ein Faltboot aus schwererem Holz, schwererem Metall und Segeltuch. Wir können uns also glücklich schätzen, im Gegensatz zu den Spezialeinheiten des Zweiten Weltkriegs. Deren Ausrüstung war um einiges schwerer. Wenn du nachts mit so einem Boot hinter die feindlichen Linien paddelst, musst du dich leise bewegen. Das ist eine heikle Angelegenheit. Dies sind die Ruderpedale. Sie sind über Seile mit dem Ruder am Bootsende verbunden. Wir können die Richtung des Boots also mit unseren Füßen bestimmen und haben die Arme zum Rudern frei. Im Boot bist du gut geschützt. Wenn Wellen über dich hinwegschlagen, dringt Wasser ins Boot ein. Deshalb sind diese Schöpfbüchsen so wichtig. Damit kannst du überschüssiges Wasser entfernen und gehst nicht unter. Zum Schluss wird die Spritzdecke über das Boot gelegt. Zwei Satz Paddel, weit und breit kein Schiff. Ein herber Rückschlag für Stirling. Kann es sein, dass Rommel diesen Hafen nicht mehr als Nachschublager nutzt? Der SAS hat mehr als 1000 Kilometer zurückgelegt, nur um festzustellen, dass die avisierten Ziele nicht da sind. Die SAS-Sabotageeinheit von Major Stirling hat den Dauerbeschuss feindlicher Jagdbomber überlebt und ihr Faltboot verloren. Als sie ihr Ziel, den von Deutschen besetzten Hafen von Buerat, erreicht, scheint dieser verlassen. Stirling hat keine Wahl. Seine Männer müssen die Ziele nehmen, die sie kriegen können. Also knöpfen sie sich die Lagerhäuser vor. Er teilt seine Männer auf. Eine Gruppe hält Wache, während die andere das tut, wofür sie alle gekommen sind. Den Hafen hochgehen zu lassen. Wir deponierten die Sprengsätze in den Lagerhäusern. Die Wachposten schienen zu schlafen. Ab und zu sind wir im Dunkeln mit unseren Kameraden zusammengestoßen. Die Bomben wurden vom Ausbilder des SAS entwickelt, Jock Lewis. Und sie hatten es in sich. Sprengstoffexperte Charles Adcock baut die Lewis-Bombe exakt nach. Wir werden jetzt eine Lewis-Bombe bauen und sie dann an einem Auto testen. Mal sehen, was dann passiert. Unsere Recherche hat ergeben, dass die Originalbombe etwa einen Pfund wog. Sie bestand aus einer Ladung Plastiksprengstoff, etwas Thermit, also einem Gemisch aus Eisendreioxid und Aluminiumgranulat, und etwas Diesel. Jetzt noch der Zünder und ab ins Auto. Adcock nimmt ein modernes Auto, das als besonders stabil gilt, um zu demonstrieren, welche Zerstörungskraft in dieser kleinen Bombe Marke Eigenbau steckt. Wie sich herausstellt, ist die Lewis-Bombe sehr effektiv. Und wir haben nicht mal viel Sprengstoff genommen.
Der Feuerball war größer, als ich gedacht hätte. Zumal ich nicht viel Diesel drin hatte. Das nenne ich gute alte Improvisationskunst. Hör auf uns. Diese Flexibilität ist die große Stärke des SAS. Um es lebend zurück zum Basislager zu schaffen, muss sich der SAS auf seine einzigartige Ausbildung verlassen. Die Wüste ist extrem fordernd. Tagsüber ist es sehr heiß und nachts sehr kalt. Du brauchst die richtige Kleidung, exzellente Logistik und musst völlig eigenständig sein. Bislang hatte der SAS vor allem deutsche Flugfelder in Nordafrika attackiert. Doch Stirling will die Angriffe mehr auf die Häfen verlagern. Dank der harten Ausbildung sind die Männer des SAS perfekt für diese neuen Einsätze geschult. Vorbereitet werden sie von einem von Stirlings besten Männern, Jock Lewis. Ich habe Jock mit der Ausbildung getraut. Er war im Nahen Osten sicher der beste Ausbildungsoffizier, den es damals gab. Er wandte viele verschiedene Trainingsmethoden an, die heute die Grundlage der SAS-Ausbildung und des Auswahlverfahrens bilden. Das Training in der Wüste ist kräftezehrend. Bei der Fallschirmspringer-Ausbildung müssen die Männer von hohen Turmgerüsten springen oder von einem Bedford-Laster, der mit 40 Kilometern pro Stunde durch den Wüstensand pflügt. Schwerpunkte des Trainings sind Waffentraining, Navigation, Zerstörung und extremes Ausdauertraining. Die Männer müssen bis zu 50 Kilometer lange Nachtmärsche mit schwerer Ausrüstung absolvieren. Wir haben Nachtoperationen simuliert. Wenn du die Männer bei Dunkelheit üben lässt, merken sie vielleicht, was sie falsch machen, vielleicht auch nicht. Wenn du aber Nachtaktionen tagsüber mit Augenbinden simulierst, beobachten dich deine Kameraden und können deine Fehler korrigieren. Das war die Trainingsmethode von Jock Lewis und das machte ihn so verdammt gut. Der SAS wurde 1941 gegründet. Stirling hatte jeden einzelnen der Männer für diese Eliteeinheit selbst ausgewählt. Einer von ihnen, der jüngste der Einheit, ist der 18-jährige Corporal Johnny Cooper. Wir lagen gerade im Splittergraben, als der Adjutant meldete, dass ein Lieutenant Stirling mich sehen will. Also ging ich hin. Ich wusste nicht mal, dass er meinen Namen kennt. Er fragte, ob wir uns für eine Spezialeinheit melden wollen, in der man auch mal Fallschirm springen muss. Ich sagte ja, und das war's. Ich habe Jock mit der Ausbildung getraut. Er war im Nahen Osten sicher der beste Ausbildungsoffizier, den es damals gab. Er wandte viele verschiedene Trainingsmethoden an, die heute die Grundlage der SAS-Ausbildung und des Auswahlverfahrens bilden. Das Training in der Wüste ist kräftezehrend. Bei der Fallschirmspringer-Ausbildung müssen die Männer von hohen Turmgerüsten springen oder von einem Bedford-Laster, der mit 40 Kilometern pro Stunde durch den Wüstensand pflügt. Schwerpunkte des Trainings sind Waffentraining, Navigation, Zerstörung und extremes Ausdauertraining. Die Männer müssen bis zu 50 Kilometer lange Nachtmärsche mit schwerer Ausrüstung absolvieren. Wir haben Nachtoperationen simuliert. Wenn du die Männer bei Dunkelheit üben lässt, merken sie vielleicht, was sie falsch machen, vielleicht auch nicht. Wenn du aber Nachtaktionen tagsüber mit Augenbinden simulierst, beobachten dich deine Kameraden und können deine Fehler korrigieren. Das war die Trainingsmethode von Jock Lewis und das machte ihn so verdammt gut. Der SAS wurde 1941 gegründet. Stirling hatte jeden einzelnen der Männer für diese Eliteeinheit selbst ausgewählt. Einer von ihnen, der jüngste der Einheit, ist der 18-jährige Corporal Johnny Cooper. Wir lagen gerade im Splittergraben, als der Adjutant meldete, dass ein Lieutenant Stirling mich sehen will. Also ging ich hin. Ich wusste nicht mal, dass er meinen Namen kennt.
Er fragte, ob wir uns für eine Spezialeinheit melden wollen, in der man auch mal Fallschirm springen muss. Ich sagte ja, und das war's. Die Spezialeinheit erreicht den Rendezvouspunkt 100 Kilometer vor Buerat und tarnt ihre Fahrzeuge. Hierher werden die Männer nach dem Einsatz zurückkehren. Teil des Spezialkommandos sind auch zwei Männer der Special Boat Section, die zum ersten Mal mit dem SAS zusammenarbeiten. Sie sind trainiert, wichtige Schiffe zu orten und zu sabotieren. Jetzt sollen sie Rommels Schiffe im Hafen von Buerat mit Haftminen versenken. Ihr Einsatzfahrzeug ist ein Faltboot der US-Firma Fulbert. Das hier ist die moderne Version eines Faltbootes. Es hat sich seit dem Zweiten Weltkrieg allerdings nicht sonderlich verändert. Als erstes öffnest du die Bootshaut und legst das Innengerüst bereit. Dieses Holzgerüst ist das Rückgrat des Boots und sorgt für Stabilität im Rumpf. Es feuerte 1000 Schuss pro Minute, genau richtig für Überraschungsangriffe. Sterling und seine Männer haben eine beschwerliche Nachtfahrt hinter sich. Wüstenfahrten erfordern besonderes Geschick. Du wirbelst viel Staub auf und der Motorenlärm ist weithin hörbar. Es ist sicherer, langsam in Kolonne zu fahren, aber diese Männer müssen schnell und weit auseinanderfahren, um nicht den Staub der vorwegfahrenden Wagen abzukriegen. Das erhöht das Risiko, auf Felsen oder Minen zu fahren. Der SAS arbeitet nicht allein. Eine Einheit namens Long Range Desert Group transportiert ihn ins feindliche Gebiet. Diese Spezialeinheit wurde 1940 gegründet und operiert mit ihren Späh- und Aufklärungstrupps weit hinter den feindlichen Linien. Nach einem misslungenen Fallschirmjägereinsatz mit 40 Toten und Gefangenen brauchte der SAS eine andere Infiltrationsmethode. Die Wüstenspezialeinheit LRDG war die Lösung. Die Späher kennen sich in der Wüste bestens aus und bringen den SAS zielsicher zu seinen Einsatzorten. Jeder Trupp hat einen Navigator, der mit einem Sonnenkompass und einem Vermessungsgerät ausgestattet ist. Sterlings Einheit wird von einem Trupp der LRDG zum Hafen von Buerat gebracht. Er besteht aus Navigatoren, Fahrern, Mechanikern, MG-Schützen und Funkern. Die LRDG wurde zu so einer Art bewaffnetem Taxiservice, um den SAS hinter die Front zu bringen. Zusammen funktionierten die beiden Teams besser als jeder für sich. Nach 6 Tagen Fahrt ist das L-Detachment noch rund 300 Kilometer vom Ziel entfernt. Alles verläuft nach Plan. Aber Sterling fehlt noch die Auswertung der Luftbilder vom Hafen in Buerat. Er braucht die exakte Position der Schiffe und Tanklaster, die er zerstören soll. Bei Tagesanbruch suchen die Männer Deckung in dem ausgetrockneten, von Felsen gesäumten Flusslauf Wadi Tamet. Die Männer gönnen sich eine Pause und bereiten sich auf den nächsten Schritt vor. Die Wüste kann dein bester Freund oder dein schlimmster Feind sein. Sie bietet ein sauberes Schlachtfeld ohne Zivilisten oder verbaute Gebiete. Der Nachteil? Sie bietet keine Deckung. Wenn der Feind dich entdeckt, bist du tot. Ein italienischer Aufklärer auf Patrouillenflug entdeckt das SAS-Versteck. Signalbombe etwa 1 Pfund hoch. Sie bestand aus einer Ladung Plastiksprengstoff, etwas Thermit, also einem Gemisch aus Eisendreioxid und Aluminiumgranulat, und etwas Diesel. Jetzt noch der Zünder und ab ins Auto. Adcock nimmt ein modernes Auto, das als besonders stabil gilt, um zu demonstrieren, welche Zerstörungskraft in dieser kleinen Bombe Marke Eigenbau steckt.
Wie sich herausstellt, ist die Lewis-Bombe sehr effektiv. Und wir haben nicht mal viel Sprengstoff genommen. Der Feuerball war größer, als ich gedacht hätte. Zumal ich nicht viel Diesel drin hatte. Das nenne ich gute alte Improvisationskunst. Die Männer platzieren ihre Lewis-Bomben an diversen schweren Geräten in den Lagerhäusern. Als sie damit fertig sind, ordnet Sterling den Rückzug zum vereinbarten Treffpunkt an. Unterwegs halten sie nach weiteren Sabotagezielen Ausschau. Plötzlich entdecken sie ein Gelände voller Tanklaster. Die Einheit legt 9 Bomben in nur 5 Minuten. Bringt man knapp 20 Liter Diesel zur Explosion, sieht das so aus. Die Wirkung einer Lewis-Bombe auf einen Tankwagen mit 15.000 Litern Diesel ist verheerend und geradezu infernalisch, wenn 18 solcher Tankwagen auf einmal hochgehen. Major Sterling platziert seine letzte Bombe und tritt mit seinen Männern den Rückzug an. Sergeant Major Riley ist mit seinen 6 Männern am anderen Ende des Hafens. Er entdeckt eine Flugabwehrkanone und schiebt eine Bombe in den Verschluss. Nur wenige Meter entfernt schläft die deutsche Flakmannschaft im Zelt. Dann tritt auch Riley den Rückzug an. Auf der anderen Seite der Stadt erreicht das 3-Mann-Team von Captain Duncan gerade die Funkstation. Ein Wachposten horcht auf. Doch das Team bleibt unentdeckt. Also machen die Männer weiter und legen innerhalb einer Stunde ihre Bomben ab. Nach der erfolgreichen Mission war klar, dass der Hafen für sehr lange unbrauchbar war. Während die Deutschen ihre Kräfte zusammenziehen, hält der SAS auf der Flucht nach weiteren Angriffszielen Ausschau. Schon nach wenigen Minuten stoßen sie am Straßenrand auf einen parkenden deutschen Tanklaster. Das gleiche Modell wie die Tankwagen, die sie in der Nacht zuvor zerstört hatten. Es wäre unverzeihlich, daran vorbeizufahren. Außerdem war es kalt und wir wollten uns die Hände wärmen. Sie platzieren eine Bombe am Benzintank und warten. Doch nichts passiert. Sterling kehrt zu dem Tankwagen zurück, um nachzusehen. Als er die Bombe anhebt, aktiviert sich der Zünder. Der Zeitzünder der Bombe tickt und Sterling weiß nicht, wie viel Zeit ihm noch bleibt. Er behält die Nerven und bringt eine zweite Bombe mit einem 10-Sekunden-Zünder an. Dieses Mal läuft die Explosion wie geplant. Der Tanklaster endet in einem riesen Feuerball. Zwölf Kilometer weiter stoßen die Männer auf ein leerstehendes Fort. Plötzlich hören sie ein Klicken und ein Stück Metall wirbelt hinter ihrem Wagen durch die Luft. Eine Springmine, genannt Springende Betty. Dieses fiese Teil ist eine deutsche S-Mine, auch als Bouncing Betty bekannt. Das ist eine Antipersonenmine, die im Boden vergraben wird. Nur der obere Teil schaut heraus. Sobald diese Druckstifte berührt werden, fliegt die Bombe über 1 Meter hoch. Der detonierende Sprengstoff setzte Stahlkugeln und Splitter frei, die alles in der Nähe zerfetzten. Ein falscher Schritt und die tödliche Ladung geht hoch. Und diese hier wurde von einem vollgeparkten Ford Militär-Pickup überrollt. Die Mine scheint neben ihnen in der Luft zu stehen.
und explodiert nicht. Die Männer atmen erleichtert auf, doch noch ist die Gefahr nicht vorbei. Als wir eilig die Straße runterfuhren, bemerkten wir plötzlich Licht. Die Männer verteilen sich in der Schlucht, um dem Kugelhagel zu entgehen. Erstaunlicherweise wird keiner verwundet. Allerdings, der Funkwagen und die drei Funker werden vermisst. Ohne Funk keine Informationen über die Zielobjekte im Hafen. Der SES muss die Treibstofflager jetzt auf eigene Faust ausfindig machen. Trotz dieses Rückschlags drängt Sterling darauf, bis zum vereinbarten Rendezvous-Punkt außerhalb Buerats vorzustoßen. Wir müssen umdisponieren. In Buerat warten sehr viele Zielobjekte auf uns. Diese Flexibilität ist die große Stärke des SES. Um es lebend zurück zum Basislager zu schaffen, muss sich der SAS auf seine einzigartige Ausbildung verlassen. Die Wüste ist extrem fordernd. Tagsüber ist es sehr heiß und nachts sehr kalt. Du brauchst die richtige Kleidung, exzellente Logistik und musst völlig eigenständig sein. Bislang hatte der SAS vor allem deutsche Flugfelder in Nordafrika attackiert. Doch Sterling will die Angriffe mehr auf die Häfen verlagern. Dank der harten Ausbildung sind die Männer des SAS perfekt für diese neuen Einsätze geschult. Vorbereitet werden sie von einem von Sterlings besten Männern, Jock Lewis. Ich habe Jock mit der Ausbildung getraut. Er war im Nahen Osten sicher der beste Ausbildungsoffizier, den es damals gab. Er wandte viele verschiedene Trainingsmethoden an, die heute die Grundlage der SAS-Ausbildung und des Auswahlverfahrens bilden. Das Training in der Wüste ist kräftezehrend. Bei der Fallschirmspringerausbildung müssen die Männer von hohen Turmgerüsten springen oder von einem Bedford-Laster, der mit 40 Kilometern pro Stunde durch den Wüstensand pflügt. Schwerpunkte des Trainings sind Waffentraining, Navigation, Zerstörung und extremes Ausdauertraining. Die Männer müssen bis zu 50 Kilometer lange Nachtmärsche mit schwerer Ausrüstung absolvieren. Wir haben Nachtoperationen simuliert. Wenn du die Männer bei Dunkelheit üben lässt, merken sie vielleicht, was sie falsch machen, vielleicht auch nicht. Wenn du aber Nachtaktionen tagsüber mit Augenbinden simulierst, beobachten dich deine Kameraden und können deine Fehler korrigieren. Das war die Trainingsmethode von Jock Lewis und das machte ihn so verdammt gut. Der SAS-Angriff. Die Macchi MC-200 Saeta. Im Zweiten Weltkrieg setzt die italienische Luftwaffe sie in verschiedenen Varianten ein. Sie ist extrem wendig und sturzflugtauglich. Bei Leistung und Bewaffnung kann sie allerdings nicht mit anderen Jagdbombern mithalten. Doch mit ihrer robusten Metallkonstruktion und dem luftgekühlten Motor ist sie ideal für Bodenangriffe. 6 Jagdbomber fliegen durch das Wadi und nehmen den SAS mehr als eine Stunde lang unter Beschuss. Das Air-Detachment findet kaum Deckung. Der Trupp gibt ein leichtes Ziel ab. In der Schusslinie ist auch der 22-jährige ehemalige Boxmeister Corporal Rex Seekings. Die Felsen, hinter denen ich saß, wurden plötzlich so klein wie Erbsen. Der Fahrer unseres Trucks sprang ans Lenkrad. Dummerweise hatte jemand seine Hose über den Kühler gehängt, die sich im Ventilator verhedderte. Also sprang er wieder raus und wir hechteten in Deckung. Die Hose hätte die Männer fast ihr Leben und den SAS die gesamte Mission gekostet. Die Männer verteilen sich in der Schlucht, um dem Kugelhagel zu entgehen. Erstaunlicherweise wird keiner verwundet. Allerdings, der Funkwagen und die drei Funker werden vermisst. Ohne Funk keine Informationen über die Zielobjekte im Hafen.
Der SAS muss die Treibstofflager jetzt auf eigene Faust ausfindig machen. Trotz dieses Rückschlags drängt Stirling darauf, bis zum vereinbarten Rendezvous-Punkt außerhalb Buerats vorzustoßen. Wir müssen umdisponieren. In Buerat warten sehr viele Zielobjekte auf uns. Diese Flexibilität ist die große Stärke des SAS. Um es lebend zurück zum Basislager zu schaffen, muss sich der SAS auf seine einzigartige Ausbildung verlassen. Die Wüste ist extrem fordernd. Tagsüber ist es sehr heiß und nachts sehr kalt. Du brauchst die richtige Kleidung, exzellente Logistik und musst völlig eigenständig sein. Bislang hatte der SAS vor allem deutsche Flugfelder in Nordafrika attackiert. Doch Stirling will die Angriffe mehr auf die Häfen verlagern. Dank der harten Ausbildung sind die Männer des SAS perfekt für diese neuen Einsätze geschult. Vorbereitet werden sie von einem von Stirlings besten